Das Karl von der CSU-CDU-Fraktion. Liebe Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, vor etwa 50 Jahren ist in Kapstadt das erste Herz verpflanzt worden. Professor Barnard hat das einem Gemüsehändler eingepflanzt, der hat 18 Jahre gelebt, dann ist er gestorben. Europa, meine Damen und Herren, meint man geradezu, braucht auch wieder ein neues Herz. Eine Verbesserung der jetzigen Situation, eine Herzensangelegenheit müsste uns Europa wieder werden. So habe ich mir das gedacht beim Durchlesen Ihres Antrages, lieber Herr Tonka und liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, als Sie diesen Bericht, diese Vorstellungen von Jean-Claude Juncker zerlegt haben und in außerordentlich kritischer Weise auf Juncker eingegangen sind, auf diesen Nikolaus-Erlass sozusagen von ihm. Ihm ging ja schon ein Bericht zur Lage der Nation Europas voraus, auch der Fünf-Präsidenten-Bericht geht ja in diese Richtung. Es geht darum, meine Damen und Herren, das haben wir in der Diskussion schon so ähnlich gehört, um eine Machtverschiebung weg von den Nationalstaaten hin mehr zu den europäischen Institutionen. Und da sehen wir das natürlich mit großer Skepsis, ähnlich wie Sie. Natürlich, lieber Herr Tonka, meine Kolleginnen und Kollegen von der FDP, sehen wir es kritisch, wenn gemeinschaftlich finanziert werden soll, die Schulden in Europa gemeinschaftlich getragen werden sollen. Eurobonds lehnen wir selbstverständlich ab und kein Land in Europa soll für die Schulden des anderen aufkommen. Dennoch bemängle ich etwas, das mit den Vorstellungen von Juncker in der Weise umgegangen wird, dass geradezu alles abgelehnt wird, mit Ausnahme der Situation, dass man die Europäische Investitionsbank stärken möchte, dass dort ein Kollege von Ihnen, FDP-Bundestagsabgeordneter Präsident ist, mag der Zufall sein, aber dennoch fällt es auf. Und ich meine, dass das nicht dem Anliegen von Juncker und der Europäischen Kommission gerecht wird. Meine Damen und Herren, es geht darum, Europa in der Welt stark zu machen oder stark zu halten. Sie wissen, dass wir, der Kollege Brinkhaus hat darüber gesprochen, diese unglaubliche Erfolgsgeschichte vor jetzt 60 Jahren begründet haben, in Deutschland, in Frankreich, Italien, in Benelux-Staaten mit den römischen Verträgen. 6 Länder damals, heute 28. 170 Millionen Menschen damals, 512 Millionen heute. Die wenigen Menschen damals haben etwa 14% der Weltbevölkerung repräsentiert. Die vielen Menschen heute repräsentieren 7% der Weltbevölkerung. Bedeutet, dass der relative Einfluss die Wichtigkeit Europas abgenommen hat, und zwar dramatisch. Und wenn wir es nicht schaffen, Europa wieder zu implementieren als eine Herzensangelegenheit für uns, dann werden wir, glaube ich, noch manches Wunder erleben. Da gehört auch dazu, dass wir Berechenbarkeit in Europa wieder darstellen müssen, dass wir diese konservativen Tugenden wie Verlässlichkeit, Stabilität, Berechenbarkeit auch in der Tat von Deutschland aus wieder mit implementieren müssen. Und da gehört auch dazu, dass man so lange Regierungskrisen oder abseits von Regierungen zu stehen, nicht lange tragen können. Das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe, die wir heute sehen müssen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor wenigen Jahren hat der Bundespräsident Roman Herzog davon gesprochen, dass ein Ruck durch Deutschland gehen müsste. Ich meine auch, es muss ein Ruck durch Europa gehen, damit wir diese Faszination Europa auch wieder beleben. Ich meine, lieber Herr Kollege Tonka, Sie haben das hier eloquent ausgeführt, Ihr Antrag ist jetzt keine besondere Herzstimulanz für Europa gewesen. Und die Vorschläge von Jean-Claude Juncker sind auch kein Herzinfarkt für Europa. Wir werden uns in den Diskussionen in den nächsten Wochen und Monaten darüber befassen müssen, wie wir diesen Weg dorthin gehen, dass Europa wieder beseelt wird und ein Herzensanliegen für uns alle wird. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Alois Karl. Damit schließe ich die Aussprache interfraktionell.